Wochenlang haben sie geprobt. Inzwischen sind die Sänger der christlichen und jüdischen Gemeinden zu einer Einheit geworden. Das Ergebnis? Gemeinsames Singen als interreligiöses Projekt. Es ist immer was Spannendes, wenn Leute, die vorher eigentlich nicht zusammen gesungen haben, zusammenkommen und jetzt wirklich ein, wie ich finde, sehr abwechslungsreiches und schönes Programm gestalten. Also die Inhalte sind schön, also diese vor allen Dingen Leonard Bernstein. Und außerdem war ich bei der letzten Veranstaltung im Publikum, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Es ist eine lockere, aber doch sehr disziplinierte Atmosphäre. Man erarbeitete sich die Stücke zusammen und hat dann nachher den Erfolg im gemeinsamen Konzert. Der Chor des Hessischen Arbeitskreises Im Dialog setzt sich mit den Psalmen auseinander. Die werden bei Juden und Christen gebetet und sind damit eine Brücke zwischen den Religionen. Ein Projektchor zu leiten ist nicht immer einfach. Kantorin Bettina Strübel. Daniel Kempin, das ist der Vorbeter hier des egalitären Minyan. Wir haben viel auch über das Projekt gesprochen und wie wir bestimmte Dinge handhaben und regeln, denn da gab es durchaus auch einige Dinge, die zu besprechen waren. So wird zum Beispiel in einem der Stücke das Wort Adonai gesungen. Das ist hebräisch und bedeutet mein Herr, ist also eine Anrede für Gott. Juden dürfen dieses Wort aber nur im Gebet oder der Synagoge aussprechen. Nach einigem Hin und Her einigte sich der Chor dann darauf, das Wort Hashem zu singen. Das bedeutet Name. Inhalt aller Lieder ist der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Ganz, ganz viele Menschen jüdischen, christlichen Glaubens begleitet er das Leben lang, begleitet er auch an Wendepunkten des Lebens. Und außerdem gibt es zu dem Psalm 23 sehr viele und sehr vielfältige Vertonungen. Am 17. Juni singt der Chor unter anderem Werke von Bach, Lewandowski und Bernstein in der Evangelischen Akademie Frankfurt. Das Chorprojekt soll nach dem Sommer aber weitergehen mit dem Psalm 91. Der Rahmen dafür sind dann die interkulturellen Wochen in Frankfurt. Ja.